Uraufführung, fast ein Jahr nach der Erarbeitung der Choreografie. Eine Herausforderung für die Tänzerinnen und Tänzer in Promise von der israelischen Choreografin Sharon Ayal. Letzten Winter holte Honne Dohrmann sie ein drittes Mal nach Mainz. Zur Premiere konnte sie jedoch nicht kommen. Die Company musste das Stück ohne sie proben. Es ist einerseits klassisch, auf der anderen Seite ist es ganz cool. Das sind Stücke, das durften wir auch erfahren, die für ganz unterschiedliches Publikum, für ganz andere unterschiedliche Zielgruppen funktionieren. Wir haben auf unserer Tournee sehr klassisches, fast Ballettpublikum gehabt, zum Beispiel in Moskau. Und in Paris waren unheimlich viele Leute wirklich aus der Szene, aus der Kunstszene, Modeszene. Und all das kann sie abdecken. Das ist wirklich großartig und einzigartig. Eine einzigartige Erfahrung war die im September und Oktober absolvierte Welttournee für das ganze Tanz-Mainz-Ensemble. Einladungen auf Tanzfestivals in Paris, Moskau, Budapest, Bratislava, Belgrad hagelte es nach dem großen Erfolg des Tanzstücks Soul Chain, für den Tanz Mainz den bedeutendsten deutschen Theaterpreis erhielt. Überall wurde die Company dafür frenetisch gefeiert. Wir haben sehr viele verschiedene Reaktionen in den Ländern erlebt, wo wir aufgetreten sind. Alle Reaktionen waren wunderbar. Für mich, die ich hauptsächlich hier im Staatstheater Mainz vor dem Publikum auftrete, war es eine sehr berührende Erfahrung als Tänzerin, an ganz anderen Orten und vor neuem Publikum aufzutreten. In der neuen Choreografie verschmelzen Tänzerinnen und Tänzer fast zu einem Organismus, sind fast immer miteinander verbunden, technisch präzise und synchron. Unverkennbar trägt Promise die Handschrift der israelischen Choreografin Sharon Ayal. Sie kommt eindeutig aus einer starken Balletttechnik, die sie aber sehr transformiert hat, die sehr durch die Musik auch geprägt ist, die eher so in Richtung Elektro oder Techno geht. Und diese Fusion dieser beiden Welten, es spiegelt sich auch in den Bewegungen wieder. Oft sind es sehr eigene Körperhaltungen, die oft auch physische Extreme beschreiben. Die Tänzerinnen und Tänzer gehen ans Limit dessen, was physisch möglich ist. Sowohl was die Bewegungen als auch was die Kondition angeht. Doch gerade daraus resultiert die hohe Ausdruckskraft dieser Choreografie. Generell ist die Arbeit von Sharon Ayal sehr intensiv und tief und anstrengend, eine körperliche Herausforderung. Aber ich denke, es ist genau diese Hingabe, dass wir es gemeinsam unternehmen, in diese tiefen Schichten abzutauchen. Die Choreografie entstand in sechswöchiger Probenzeit mitten im Lockdown des letzten Winters. Die totale Konzentration auf die Arbeit schuf eine große Nähe, die auch im Tanz greif- und spürbar ist. Die Nähe, die wir in diesem Stück auf der Bühne miteinander erleben, hat für mich eine Menge mit der Situation zu tun, die gerade in der Welt herrscht, wo es nur noch um Distanz geht und darum, aufeinander Acht zu geben. Dadurch entsteht eine größere Nähe zueinander. Und in dieser Zeit ist dieses Stück entstanden. Aus dem Lockdown geboren, zeigt Promise die Dynamik von Nähe, Distanz, Autonomie, Abhängigkeit und Liebe in Bildern, die sich einprägen. Die Erfolgsgeschichte von Tanz Mainz geht weiter.